Hey du, herzlich willkommen bei der Celebrate Your Passion Show, dem Podcast rund um Berufung und erfolgreich gelebtes Seelenbusiness. Denn wahre Erfüllung und persönlicher Erfolg ist erst möglich, wenn wir unsere Berufung leben, lieben und so richtig, richtig, richtig feiern. Also, schön, dass du hier bist, darüber freue ich mich wirklich sehr. Ich bin Heidi Marie Wellmann, deine externe Inspirationsquelle, Berufungsanstachlerin, Gründerin der größten Berufungsschatzkammer und Online-Community der Berufungslounge und deine Gastgeberin. Und heute habe ich wieder eine spannende Seelenbotschaft für deine Berufung, deine Erfüllung, dein Seelenbusiness. Und es geht um magische Fragen. Konkreter ausgedrückt, heute darfst du wählen, welche Frage dich im Speziellen dabei unterstützt, erfolgreich mit deiner Berufung zu sein. Ja, du hast richtig gehört, es gibt spezielle Fragen, die das können. Und ich kann dir jetzt schon sagen, es warten super, super, super inspirierende Berufungsfragen auf dich. Und wie gesagt, du kannst schon gespannt sein und dich jetzt schon mal freuen, denn auch dieses Mal gehen wir das Ganze ja, spielerischer. Aber gleich mehr dazu. Vorher noch eine kleine Ankündigung. Am Ende des Videos wartet noch eine super wichtige Information für dich, vor allem dann, wenn du dieses Jahr noch erfolgreich deine Berufung manifestieren möchtest. Und wenn du keine Seelenbotschaft rund um Berufung manifestieren verpassen möchtest, dann abonniere bei iTunes und bewerte den Celebrate Your Passion Podcast. Und bei YouTube abonniere einfach den Kanal und vergiss nicht, dieses kleine Glöckchen neben dem Abonnier-Button zu drücken. Dann wirst du auch automatisch tatsächlich informiert, wenn ein neues Video hochgeladen wird. So, aber nun, Vorhang auf für die magischen Berufungsfragen. Genau, so, okay, ihr Lieben, und jetzt, gehen wir tatsächlich zum heutigen Thema. Und das heutige Thema ist auch eins meiner Lieblingsthemen. Ich habe viele Lieblingsthemen, wie ihr wisst. Das Thema ist Fragen. Und zwar Fragen, die richtigen Fragen stellen, an das richtige Adressat sozusagen. Fragen sind nämlich ein magisches Tool. Sie sind im Grunde so etwas wie ein perfektes Tool zur Seelenplanentschlüsselung. Seelenplanentschlüsselung, schwieriges Wort. Ja, weil ich mir das selbst auch noch ausgedacht. Also, der Punkt ist der tatsächlich. Also wenn wir die richtigen Fragen stellen, bekommen wir auch die richtigen Antworten. Und in dieses Thema, was ich heute ansprechen möchte, ist im Grunde beruht darauf, dass wir alle Antworten in uns tragen. Ja? Und die Fragen im Grunde nur so etwas wie der Türöffner sind, um deine Antworten zu bekommen. Warum behaupte ich, dass wir alle Antworten in uns tragen, auch alle Fragen? Der Punkt ist ja, wenn wir alles runterbrechen, dann sind wir auf tiefster Ebene mit jedem und allem, alles was ist, verbunden. Und wir können, wenn wir uns zurückerinnern, wenn wir uns mit uns selbst, mit unserer tiefsten inneren Quelle verbinden, was die Quelle von allem ist, dann greifen wir auf alles zu. Und im Grunde, wenn man es ganz genau zuspitzen möchte, kannst du mit der richtigen Einstellung, in Anführungsstrich, mit den richtigen Fragen wirklich jede Antwort bekommen. Jede. Ja? Und mir ist es so wichtig, dass wir das verstehen, weil das bedeutet, du bist nämlich ein machtvolles Wesen und du hast, wie gesagt, du kannst auf alles zugreifen. Und viele fühlen sich immer noch dieses Jahr, aber ich weiß nicht, soll ich das oder das machen? Oder wie finde ich denn meine Berufung? Oder wie werde ich erfolgreich mit meiner Berufung? Und so weiter. Und so viele Fragen. Aber wie gesagt, es werden oft die falschen Fragen gestellt. Und heute möchte ich auch mit dir, dir 6 Fragen mit an die Hand geben, die essentiell sind, wenn es ums Thema Berufung, erfolgreich Berufung leben geht. Ja? Und du hast diese Antworten in dir. Du musst dir nur diese Fragen stellen. Ja? Oder, also es sind mit Sicherheit nicht nur diese Fragen, aber das ist für mich so die zentralen Fragen, wirklich erfolgreich deine Berufung zu erkennen und sie zu leben. Also eigentlich ist
alles, was du brauchst für Berufung, im Grunde jetzt in den nächsten paar Minuten. Und das Ganze ist auch relativ kurz. Es geht gar nicht so lange, weil es wirklich darum geht, dir diese Fragen mitzugeben, wirklich dir zu schenken und mit der Bitte und Inspiration, dass du dich diesen Fragen mit offenem Herzen und offenem Geist wirklich dich hingibst, dir Zeit nimmst und nicht nur schnell drüber hinweg. Weil ich glaube, eine unserer wesentlichen Krankheiten unserer Zeit ist dieser Konsum. Wir konsumieren alles und wir sind nicht mehr bereit, in die Tiefe zu gehen. Wir gehen eher her und sagen, hey, sag mir doch bitte, bitte, was meine Berufung ist. Ja? Anstatt dir selbst in dich hineinzuspüren und dir Zeit zu nehmen, und wahrzunehmen, was wirklich deins ist, also dich selbst zu erkunden, weil das ist nämlich der erfüllende Weg und deswegen bist du auch da. Du bist nicht da, damit dir irgendjemand channelt, was deine Berufung ist. Ja? Es ist vielleicht manchmal hilfreich, wenn dir jemand zu den einen oder anderen kleinen Tipp geben kann oder dich ein bisschen in eine Richtung schubst, aber nichtsdestotrotz ist es dein Job. Ja? Und du hast auch alles, was du dafür brauchst, damit du erfolgreich erfüllt deine Berufung lebst. Du musst das nur glauben, was ich dir jetzt sage. Und wie gesagt, vielleicht hilft es manchmal auch, die richtigen Tools, wie zum Beispiel Fragen, ja, anzuwenden. Genau, und ich habe das Ganze so aufgebaut. Letztendlich sind, wie gesagt, nochmal, diese 6 Fragen sind für mich so essentielle Fragen zum Thema Berufung. Und ich habe das Ganze, wie gesagt, möchte ich das so vorgehen. Es sind 6, du kannst wählen, ob das eine Zahl ist oder eine Zahlenkombination. Und im Grunde, du kannst ja natürlich alles anhören und alles hat seine Berechtigung. Aber wenn du eine Zahl gewählt hast, dann ist es genau der Punkt, ja, genau der Punkt oder die Frage, die für dich jetzt dein Game Changer ist oder deine Game Changing Frage ist. Ja, die dich jetzt wirklich, wirklich weiterbringt. Ja, und ich habe schon gesehen, jemand in der Berufungslounge hat eine Zahl geschrieben und ich weiß, dass genau diese Zahl genau das Thema ist. Ja, das finde ich total spannend. Und checke das wirklich mal bei dir, weil wir auch diesmal möchten wir das Ganze spielerisch angehen. Und mir ist es so, so wichtig, dass wir einfach aus dieser Schwere, auch es ist so anstrengend, seine Berufung zu finden, zu leben und was weiß denn ich, nein, ist es nicht. Es ist das, was wir da darüber denken. Und deswegen mache ich das auch auf diese spielerische Art und Weise, dass du einfach so, ja, dein Spieltrieb wirklich geweckt wird, aber du trotzdem die Möglichkeit hast, in die Tiefe zu gehen. Das eine schließt das andere nicht aus. Ganz im Gegenteil. Ja? Okay, also. Hallo, hallo, hallo. Sehr schön, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Okay, und jetzt mal, ihr habt ja schon gesehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr könnt jetzt mal schauen, welche Zahl oder Zahlenkombi die eure ist. Spürt einfach mal kurz hinein und seht, was es ist. Gerne auch reinschreiben, wenn ihr möchtet. Und okay, jetzt geht's los. Und die erste Frage, wie gesagt, ich werde ein bisschen was vielleicht dazu sagen, aber nicht so viel. Und die erste, die 1, wenn du die 1 gewählt hast, dann ist die erste Frage, was willst du wirklich? Stell dir die Frage, was will ich wirklich? Und öffne dich wirklich für diese Frage, für die Antworten. Nicht, was solltest du, was musst du, was kannst du, sondern was willst du wirklich? Und in dieser Frage, die impliziert, also was wirklich dahinter steckt, ist nämlich, was möchtest du in dieser Welt? Und das kannst du vielleicht als so erweiternde Frage sehen. Was möchtest du in dieser Welt besser, schöner, heller, effizienter, glücklicher, zufriedener, freudvoller machen? Ja? Weil das bringt dich nämlich ziemlich schnell an das, was willst du wirklich? Nimm dir Zeit. Und ich sehe das immer wieder, dass genau dieser Punkt, viele wollen irgendetwas, wollen glücklich sein mit ihrer Berufung, wollen viel Geld verdienen, 5-stellig, 6-stellig, das ist alles okay. Aber du musst wissen, wo du hinrennen willst, was du wirklich willst. Ja? Und der Hintergrund ist wirklich dieser Wunsch in dir, was möchtest du in dieser Welt, also das ist ein Indiz sozusagen, was dir auch diese Frage wirklich
hilft, einfacher zu beantworten. Nämlich, was möchtest du wirklich in dieser Welt besser, schöner, heller, wie gesagt, effizienter, glücklicher, zufriedener, freudvoller machen? Ja, also stell dich dieser Frage. Und ich kann nur noch mal betonen, wenn du diese Zahl gewählt hast, dann geh nicht drüber weg, geh in die Tiefe, nimm dir Zeit, ruhig auch mehrere Tage. Du kannst auch aus jeder Frage kannst du eine Challenge machen, weil viele sagen, ja, ich habe das einmal beantwortet, ja, und da ist das rausgekommen, ja, und dann verstaubt diese Antwort irgendwo und hast vielleicht mal einen kurzen Aha-Moment gehabt. Ich kann dir nur sagen, ganz ehrlich, beschäftige dich mehrere Tage, ruhig 2, 3 Wochen, stell dir ruhig immer diese Frage, was willst du wirklich? Auch alle anderen Fragen gilt genau das Gleiche, ja. Okay, das war die 1. Die 1. So, ich sehe schon hier. Okay, jetzt kommen wir zu der 2. Die 2 ist schon am Start. Und die 2 ist, was ist dein Warum? Warum willst du diesen Bereich zum Beispiel der Welt schöner machen, heller, zufriedener, freudvoller? Warum? Was bedeutet das für dich? Was ist dein Warum? Was treibt dich an? Ja? Ist es, weil du als Kind bestimmte Erfahrungen gemacht hast? Also zum Beispiel jetzt eins meiner Warums ist dieses Thema Freiheit. Ja, alles, was mit Freisein zu tun hat. Ja, weil ich als Kind genau das Gegenteil erlebt habe. Ja, und das ist oft keine Seltenheit. Ja, aber das muss nicht unbedingt das Dramatischste sein. Aber warum? Warum ist das, was du in der ersten Frage, ja, was du herausgefunden hast, was du wirklich willst, warum ist es so? Warum? Ja? Okay. Das ist, ich weiß, dieses Thema, es ist, hast du schon wahrscheinlich 1000 Mal gehört, du musst klar haben, warum du etwas machen willst. Ne? Also warum dein Business, warum du das tun möchtest und so weiter. Also dein Warum, dein persönliches Warum. Aber das ist nicht alles. Wir kommen jetzt zu der Nummer 3. Die Nummer 3 ist nicht dein Warum, sondern wofür, wozu dient deine Berufung oder das, was du wirklich willst, was du in der Welt schöner, besser, heller und so weiter machen willst. Wofür und wozu dient es? Das ist die 3. Wofür und wozu? Nimm dir dafür Zeit. Geh in die Tiefe, spüre. Denk bitte dran, du hast alle Antworten, die du brauchst in dir. Aber nimm dir Zeit, die wirst du auch nicht von deinem Verstand, wenn du krampfhaft versuchst, es mit dem Verstand zu beantworten und mit einem einzigen Mal, wirst du an dem vorbeischlittern, was diese Fragen wirklich an Schätzen für dich bergen. Ja, und das ist wirklich sehr, sehr schade. Also, das war die 3. Wofür und wozu dient deine Berufung? Okay, kommen wir zu der 4. Die 4 ist, wem dient deine Berufung oder das, was du in der Welt schöner, heller und so weiter machen möchtest? Wem? Wem? Wem dient deine Berufung? Wer ist diese Person, für die du das machst sozusagen? Oder Institution oder Land oder was auch immer, wem dient das Ganze? Ganz ehrlich, wenn deine Berufung niemand dient, ist es nicht deine Berufung, ja? Und es lohnt sich auch nicht, wenn es niemand dient, es zu tun. Ja? Also wem dient deine Berufung? Das ist die 4. Ja? Wem? Und die 5. Die 5 ist vielleicht so ein bisschen nochmal zusammengefasst, was man jetzt schon alles erarbeitet hat. Aber nochmal ganz klar, die 5 ist, was ist dein einzigartiges Geschenk? Beziehungsweise, ich weiß, damit habe ich schon so viele Menschen gequält, deine Problemlösung, deine ganz spezielle Problemlösung. Welches Problem in dieser Welt löst du? Und das, die 5, ist sehr eng verbunden mit der 1. Die 1 und die 5, die können nicht konträr sein, sonst stimmt dir etwas nicht, sonst handelst du nicht in einem Strom, sondern du handelst dagegen, gegen dich. Also nochmal, die 5 ist, was ist dein einzigartiges Geschenk, beziehungsweise anders ausgedrückt,
Was ist deine einzigartige Problemlösung? Welches Problem löst du in dieser Welt? Und zwar aufgrund der Kombination deiner einzigartigen Gaben, Talente, Fähigkeiten. Ja? Also aufgrund deiner Einzigartigkeit. Welches Problem löst du? Und ich weiß, an diesem Thema, das ist so herausfordernd für ganz viele, auch für Menschen, die sich schon länger mit dem Thema Berufung beschäftigt haben, tun sich mit dieser Frage sehr schwer. Und das liegt meist daran, dass wir das vom Kopf verlösen wollen. So nach dem Motto, ah ja, ich kann das und das und das und die Fähigkeiten habe ich und das und das und das. Das ist aber nicht der Ansatz. Das ist sozusagen die Mini-Variante, die nur einen kleinen Teil abdeckt. Aber mit was du wirklich hier, also die richtige Antwort bekommst du, wenn du dir auch hier Zeit lässt, wenn du wirklich auch aus dieser Frage eine Challenge machst, ja, und dich immer wieder fragst, welches Problem löse ich dieser Welt oder welche Herausforderung kann ich lösen, ja, oder anders ausgedrückt, wenn du den Bogen wirklich zu der Eins nehmen willst, was mache ich in der, oder welches Thema mache ich in dieser Welt oder Ding oder Situation oder was auch immer, mache ich in dieser Welt schöner, heller, effizienter, glücklicher, zufriedener, freudvoller, ja. Also das schließt so einen Kreis, wenn du es nicht als Problemlösung sehen willst. Aber im Grunde, ich weiß, viele tun sich hier ein bisschen schwer mit diesem Thema. Ich möchte aber nur noch mal ganz klar sagen, es geht immer darum, dass irgendjemand irgendetwas hat, wo er jemand anders braucht, der ihm das liefert. Also vielleicht irgendein Problem. Auch wenn du zum Beispiel du hast ein Loch in deinem Pulli, dann hast du ein Problem, ja. Du kannst es auch anders nennen, aber es wäre schwierig, oder so, wenn man so viele differenzierte Worte wählen würde. Aber du hast ein Problem, du hast ein Loch. Das heißt, das muss genäht werden. Dann ist der Schneider, der das näht, oder die Schneiderin, der das näht, ist deine Problemlöserin. Sie näht dein Loch im Pulli. Ja? Und wie gesagt, es gibt für alles, es gibt alles, alles ist etwas sozusagen, was eine Herausforderung, was ein Thema ist, was ein Problem ist, was aber nicht negativ sein muss, sondern einfach nur, ja, da wird jemand gebraucht, der das löst. Ja, der die Schuhe macht. Wenn du keine Schuhe hast, dann hast du das Thema, du müsstest barfuß gehen. Also gibt es irgendjemand, der dein Problem löst, barfuß zu gehen, damit du Schuhe hast, der Schuhe herstellt. Ja, also das ist sehr wichtig, und beschäftige dich mit dem Thema, aber wie gesagt, mit offenem Herzen. Ja, und wenn du auf der Berufungslounge bist, dann habe ich noch einen besonderen Tipp für dich. Und zwar im Bereich binaurale Beats, also mit Meditation, binaurale Beats, haben wir auch einfach nur Musik hinterlegt, wo du dir einfach zum Beispiel für deine Meditationen diese Musikstücke anhören kannst, mit eben den binauralen Beats unterlegt. Und dann öffnest du dich, gerade bei diese Fragen, dann sind die so, da kannst du viel tiefer da eintauchen und bist viel schneller bei dir und kannst viel schneller diese Verbindung wirklich zu deinem Kern oder zu deiner inneren Wahrheit finden. Ja? Also kann ich dir nur in Kombination empfehlen. Okay, so, und nun kommen die 6. War die 5 und die 6. Und die 6 ist, super spannende Frage, welche Form der Vermarktung deines einzigartigen Geschenkes macht dir Freude? Ja? Nicht, welche Vermarktung solltest du machen, was macht Sinn und so weiter, sondern welche Form der Vermarktung deines einzigartigen Geschenks macht dir persönlich Freude? Und das, wenn du das alles zusammenbringst, ja, dann ist es wirklich ein Kreislauf, der sich schließt. Und ein komplettes Programm sozusagen, wie du deine Berufung, wie du dich bewusst daran erinnerst, was wirklich deins ist, wozu es da ist, was dein Geschenk ist und wie du es nach außen bringst. Diese 6 Fragen decken das Ganze ab. Und ich kann nur noch mal wiederholen, geh in die Tiefe, erlaube dir in die Tiefe zu gehen, nimm dir Zeit dafür, für jede einzelne Frage. Ja. Mein Warum, ich will den kollektiven Quantensprung in die 5. Dimension. Yes, das ist sehr, sehr schön.
Und was ist mein einzigartiges Geschenk? Meine Problemlösung ist endlich, die Schleier der Illusion zu lüften. Sehr schön. Genau. Und das Tolle ist, dass wirklich, wenn du dich dir erlaubst, da noch tiefer zu gehen und zu sagen, okay, wie mache ich das? Wozu habe ich Lust? Ja, wie möchte ich diesen Quantensprung, die fünfte Dimension, wie möchte ich dazu beitragen? Ja, wie möchte ich dazu beitragen? Und wir haben ja alle unterschiedliche Zugänge. Und von daher kann ich nur sagen, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ach schön, ihr Lieben, ich sehe schon. Die 5 und 2 war, glaube ich, in Kombi und die 6 war auch, jetzt gucke ich nochmal in der Berufungslounge. Genau. Aha. Die 6. Okay. Die 2. Die 6. Oh, die 6 ist heute sehr, sehr. Also, ihr Lieben, nochmal, dann passt es ja auch. Finde ich echt spannend. Alles, was ich sehe, ist, dass die 6 am meisten vertreten ist. Und ich kann nur sagen, dass das morgige Live-Experiment, ne, Marketing der neuen Zeit, passt natürlich wie die Faust aufs Auge, ja, dazu. Also das ist, passt super, 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 super perfekt. Ja, genau. So, ihr Lieben, das war der heutige Seelenimpuls. Meine Stimme ist noch etwas angeschlagen vom Wochenende. Aber genau, das war heute meine Seelenbotschaften für dich. Es sind Fragen. Ich möchte dich generell inspirieren, dir einfach mehr Zeit zu nehmen für Fragen, dir selbst Fragen zu stellen, und zwar die richtigen Fragen. Nicht diese Fragen, möchte ich nur mal abschließend sagen, nicht diese Fragen, die alles schließen, sondern die Fragen, die Dinge öffnen. Ja? Also vielleicht, um das mit dem Thema Berufung nochmal bewusst zu machen, du brauchst keine Frage zu stellen, habe ich eine Berufung oder habe ich keine? Dann, weißt du, wenn du diese Frage stellst, dann gibt es ja, nein, vielleicht. Aber wenn du anders fragst und fragst, okay, wie kann ich meine Berufung leben? Wie finde ich heraus, was meine Berufung ist? Wenn du die Fragen öffnender stellst, dann bekommst du auch Antworten, weil dann greifst du darauf zu. Verstehst du? Die Frage, deswegen ist es so spannend, welche Art von Fragen du dir stellst. Ja? Und ich kann auch nur sagen, zum Beispiel im Celebrate Your Passion fangen wir auch relativ früh an mit Fragen als wirklich Seelenplananschlüsselung. Ja? Und dabei, es war jetzt nur ein Teil, also die richtigen Fragen, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist auch wichtig, an wen du die Fragen stellst. Ja? Also wenn du dir die Fragen zum Beispiel stellst, was ist meine Berufung, an dich selbst, dann bekommst du Antworten. Ja? Von dir, die echt sind, wenn du dir Zeit nimmst. Aber wenn du jemand anders fragst, zum Beispiel mich, dann kann ich dir sagen, oh, das passt zu dir, das passt zu dir, das passt zu dir. Aber das ist gefiltert und es ist nicht deins, es ist nicht echt. Ja? Weil du weißt tief in dir, was wirklich deins ist. Ja? Auch wenn wir empathisch sind, auch wenn wir ja, die Dinge auch wahrnehmen. Also im Grunde weiß ich bei den meisten, was es ist, aber trotzdem sehe ich es nicht als meine Aufgabe an. Weil wie ich vorhin schon sagte, es ist so wichtig, dass wir selbst herausfinden, was unser Ding ist. Ja. Weil dafür sind wir hier. Genau. Hey du, und wie hat dir dieser Podcast, dieses Video gefallen? Hat es dich inspiriert? Hat es dir geholfen? Ich bin echt super gespannt und total neugierig und freue mich natürlich riesig über dein Feedback. Aber nun kommt noch die versprochene Info. Und zwar geht es hier darum, wenn dir diese Begleitung als Podcast oder als Video nicht ausreicht und du tiefer einsteigen möchtest und du auch keine Lust mehr hast auf nur konsumieren, sondern wenn du Lust hast auf eine nachhaltige Veränderung in deinem Leben, das heißt, wenn du wirklich Lust und Bock hast, dich auf deine ganz persönliche Berufungsabenteuerreise zu begeben und deine Berufung erfüllt und erfolgreich zu manifestieren, also wirklich in deinem Leben zu erleben, ja, dann lege ich dir ganz besonders das Celebrate Your Passion Transformationsprojekt, dieses einmalige Coaching-Programm, ganz besonders ans Herz. Denn hier begleiten wir dich auf deinem kompletten Berufungsweg. Denn dieses Projekt ist deinem Berufungsdurchbruch gewidmet und das Ganze eingebettet in deine Seelencommunity. Das Ganze findet nämlich auf der Berufungslounge statt, wo du nur Gleichgesinnte findest, Menschen, die im Grunde genau das gleiche Ziel haben, nämlich erfüllt und erfolgreich ihre Berufung zu erleben. Und schon allein das, wirklich gemeinsam diesen Weg zu gehen, ist Gold wert.
Und ich möchte hier wirklich auch sagen, dass dieses Projekt kein klassischer Kurs ist oder Coaching-Programm im klassischen Sinn, sondern wir arbeiten hier wirklich auf ganz verschiedenen Ebenen, nämlich auf Körper-, Geist- und Seelenebene. Und wir arbeiten auch mit verschiedenen Bereichen, das heißt auch energetische Bereiche, spirituelle Bereiche, psychologische Bereiche. Wir ziehen auch die Wissenschaft heran. Also das ist wirklich so ein ganzheitliches Programm. Und im Grunde sage ich immer, dieses Coaching-Programm ist im Grunde so ausgelegt, dass es dein letztes Coaching-Programm sein könnte. Was natürlich nicht sein muss, aber es könnte einfach von der Zusammensetzung, von den Tools, von den Techniken, von den Möglichkeiten. Und aber wie gesagt, ich kann dir natürlich viel erzählen und dir viel darüber vorschwärmen. Im Grunde musst du es selbst erfahren. Und das kannst du natürlich auch. Du kannst es einfach testen, 2 Wochen lang einfach spüren, ob das überhaupt deins ist. Wenn ja, bleibst du und machst das weiter, wovon ich überzeugt bin. Oder du sagst, okay, doch, das ist doch nicht mein Weg. Dann kannst du sofort wieder austreten. Aber du könntest, wenn du wolltest, sofort loslegen. Und das Besondere ist, auf was ich dich noch aufmerksam machen möchte, ist, dass noch bis Ende April der super vergünstigte Einstieg noch möglich ist. Das wird ab 1. Mai nicht mehr so sein. Also wäre jetzt wohl eine super gute Möglichkeit, mit deiner Berufung durchzustarten und gleich tatsächlich deine Berufungsabenteuerreise zu beginnen. Ja? Also alle Infos findest du in den Shownotes, den Link dazu, und da kannst du dir alles nochmal in Ruhe anschauen. Und natürlich, wenn noch Fragen offen sind, kannst du uns auch gerne anschreiben. Genau. Und abschließend habe ich noch einen Tipp für dich, und zwar einen kostenfreien Tipp. Und zwar, wenn du jedoch noch etwas unsicher bist zum Thema Berufung, zu deiner Berufungssituation und du jetzt nicht so genau weißt, wo du stehst oder was dein nächster Schritt ist, dann empfehle ich dir wirklich ganz, ganz dringend unseren kostenfreien Berufungstest. Der hilft dir nämlich, dass du Klarheit zu deiner jetzigen Berufungssituation erlangst und dass du ganz genau weißt, was für dich die nächsten konkreten Schritte sind, um erfüllt und glücklich deine Berufung zu leben. Ja? Und darüber hinaus erfährst du, welcher Berufungstyp du bist. Das ist nämlich auch sehr spannend. Und das Ganze ist, wie gesagt, kostenfrei. Den Link dazu findest du in den Shownotes. So, und nun freue ich mich, wenn wir uns auf YouTube, Instagram oder auch auf Facebook connecten und du mir vor allem auch das Ergebnis, ja, deines Berufungstests mitteilst, wenn du ihn gemacht hast. Und wie gesagt, in den Shownotes findest du den Link dazu. Also, bis bald und alles Liebe für dich und vergiss nicht, hey, let's celebrate your passion, denn die Welt braucht dich und dein einzigartiges Licht.